Was? Ja, Action. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, grüß euch. Kleines Unboxing mal wieder. Kam heute oder zwei Tagen bestellt. Immer die. Nein, das war unprofessionell. Übrigens, der Kameradeheld hat mir das Messer geschenkt. Und die Rechnung für mich und der Rest für euch. So, was haben wir da drin? Ich wollte Teller. Wir sind ja die Teller da. Ja, ich keine gescheiten Teller habe. Oder gar keine, die Rest ist weggespült. So. Das ist mein geiler Teller. Sind das nicht fünf geile Teller? Wollen wir die ganze Scheiße herausholen? So, da ist aber Papier dazwischen, wenn ich Sonne. Boah, die sehen ja edel aus, Alter. Ah, ich war gescheiter Teller. Einfach mit Profis, Alter. Zwei, vier, sechs Stück. Also nicht schlecht. Ziemlich clean, kein Aufkleber. Man kennt ja normalerweise, dass hinten auf der Rückseite ein Name draufsteht. Ist aber nicht. Dafür haben wir hier vorne einmal Pizza Friends Time. Also als Vergleich meine jetzigen Teller. Also fast die gleiche Größe. Los ist es bei den Tellern. Die klappt ja nicht so. Das muss ich auch unten rein tun. So. Sei denn, ich besorge mir irgendeine Haltung, dass ich die hochkant reinstellen kann. Irgendwie sowas, was man normalerweise für Spülzeug nimmt, dass man die so ineinander reinstellt. So ein Siebdingsbums. Ansonsten gibt es einen anderen Platz dafür. Cool ist, dass die so, so rund sind. Ist zwar ein bisschen wegen Hand auflegen, Pizza schneiden, könnte komisch, aber da kann schnell mal nicht so ein Krümmel rausfallen. Deswegen ist auch hier nicht, dass so eine Tiefe drin ist. Und passt auf jeden Fall eine Pizza drauf. Ja, ich Tiefkühlpizza. Moment. Haben wir noch alles hier. Das testen wir einmal. Passt sogar drauf. Sogar zum Schneiden. Ja. Ja, 6-mal Stück, war jetzt nicht gerade teuer, einigermaßen günstig. Günstig. Ja, erstmal die Scheiße da runter machen, sauber machen und dann tun wir jetzt erstmal frühstücken. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, mit V.